Willkommen zum BAK9-Seminar in politische Theorien und Theorienforschung mit dem Thema dieses Semester Diskursethik oder Ethik der Kontingenz, Habermas versus Laclau. Mein Name ist Cornelia Brühl. Ich werde mit Ihnen dieses Seminar gestalten. Die Umstände, die sich momentan einfach so bieten, wie sie sind, führen dazu, dass wir wahrscheinlich einen großen Teil dieses Seminars online werden machen müssen. Was natürlich sehr darunter leiden wird, ist die Diskussion. Ich habe aber auch ein Forum eingerichtet. Natürlich können dort immer Fragen gestellt werden. Sie können auch gerne miteinander über diese Foren in die Diskussion kommen. Je nachdem, wie sich die Lage darstellt oder vielleicht auch ändert. Falls wir die letzten Einheiten doch noch analog an der Uni stattfinden lassen werden können, dann werden wir da diese Einheiten vor allem der Diskussion widmen und dann auch am Ende, also die letzten zwei Einheiten, keine Texte mehr dazu lesen. Ich sage aber auch ganz ehrlich, was ich höre, momentan wird es wahrscheinlich eher dazu tendieren, dass diese Ausgangsbeschränkungen verlängert werden. Aber wie gesagt, wir werden das sehen. Der Kurs ist momentan so eingerichtet, ja, dass Sie relativ viel Material finden, sehr viel Literatur, die eine gewisse Pflichtlektüre, die Sie im Reader finden werden. Das werden wir eben gemeinsam lesen und zur jeweiligen Einheit wird es dann von mir, wie heute, eine Präsentation mit Audio-File geben. Zu den Aufgaben komme ich dann gleich noch im Anschluss. Ich möchte noch kurz sagen, vielleicht für jene, die sich auch noch andere Seminare überlegen, worum wird es gehen, warum ist dieses Thema wichtig. Die Diskursethik ist eine sehr wichtige, von Jürgen Habermas kann man sagen, begründet. Eine Form sozusagen der und eines Anspruchs an Diskurs, an Dialog, der sich tatsächlich in vielen politischen Theorien des 20. und 21. Jahrhunderts dann weiterfinden, bis hin auch zu sehr praktischen Anwendungsversuchen wie in der Europäischen Union, in Gremien, in verschiedenen politischen Institutionen. Wie gesagt, verbunden mit einem relativ hohen Anspruch und natürlich auch dahinterstehend mit einer gewissen Ontologie, nämlich mit einem bestimmten Zugang schon und einem Ansatz gegenüber einem Wahrheitsanspruch oder der Wahrheit. Natürlich sehr, sehr stark ausgerichtet am Konsens, also auch der Notwendigkeit, sich auf Dinge zu einigen, wohingegen man tatsächlich meines Erachtens eben die radikale Demokratietheorie von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe gegen sozusagen diesen Ansatz von Habermas lesen könnte, weil sie von ganz anderen ontologischen Voraussetzungen ausgehen, nämlich von einer gewissen Kontingenz. Was das ist, das werde ich natürlich und werden wir gemeinsam klären. Jedenfalls ist die Theorie der radikalen Demokratietheorie eine, die auch eher auf Streit und Konflikt ausgelegt ist als auf Konsens, da Konsens auch eine Form von Herrschaft darstellt und die aber den Streit, den Konflikt und den konflikthaften Diskurs positiv wertet und konnotiert. Also, und daraus entsteht auch eine andere Ethik. Genau darum wird es eben gehen, sozusagen inwiefern können wir bei diesen zwei sehr unterschiedlichen Ansätzen, da sie doch beide ganz stark natürlich am Diskurs ausgerichtet sind, am Diskursbegriff, können wir Ähnlichkeiten finden und was, und von denen wird es natürlich viele geben, sind die Unterschiede, denn allein der Diskursbegriff ist bei Habermas und bei Laclau schon mal ein ganz anderer. Übrigens eine vielleicht kleine Anekdote dazu. Die beiden haben sich natürlich gekannt. Laclau ist ja leider schon verstorben, aber sie haben beide an der Northwestern University in Chicago unterrichtet. Dort habe ich auch studiert und es gab immer einen gewissen Streit, wer die Suite in dem Hotel, in dem sie jeweils halbjährlich anwesend waren, bekam. Also nicht nur ein Streit sozusagen in Theorie, sondern tatsächlich auch in Praxis. Aber das nur so nebenbei als kleine Anekdote.
Ich möchte heute eben als Einstieg Ihnen die zwei Theoretiker kurz vorstellen. Es kann sein, dass auf den Folien sich etwas mehr befindet als das, worauf ich heute eingehen werde. Und zwar deshalb, weil ich einiges dann doch wahrscheinlich aufsparen werde für die nächste Einheit. Deshalb, weil wir bis dahin ja schon einen Text lesen. Also wenn es dann um Habermas geht, werde ich nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich möchte Ihnen wirklich heute erstmal einen groben Überblick bieten. Das Ganze ist ja nicht so einfach, weil Sie jetzt nicht an mich direkt und unmittelbar Verständnisfragen stellen können. Darum möchte ich auch versuchen, es möglichst sozusagen noch einfach oder leicht verständlich zu formulieren. Ich hoffe eben, dass mir das gelingt. Aber wenn sich natürlich auch daraus Fragen ergeben oder Sie haben etwas nicht verstanden, dann gerne auch direkt wieder rum ins Forum schreiben und ich werde dann versuchen, darauf zu reagieren. Beginnen bei der Einführung werde ich mit der radikalen Demokratietheorie mit Ernesto Laclau. Ernesto Laclau wurde 1935 in Argentinien geboren. Er hat studiert in Buenos Aires und hat auch dort seinen Doktortitel nicht dort, Entschuldigung, erlangt, sondern an der Essex University. Dort ging er hin 1977, studierte dort und wurde dort auch Professor für politische Theorie 1986. Wie gesagt, er ist 2014 leider verstorben. Das war recht unvorhergesehen, recht plötzlich. Er schrieb auch noch an seinem letzten Buch Illusive Universality. Das hat er leider nicht mehr beenden können, haben sehr viele sehr darauf gewartet. Er hat in Essex eine Graduate School, also ein Graduiertenprogramm gegründet, Ideologie und Diskursanalyse. Und aus diesem Graduiertenprogramm, also ich war auch dort, sind schon relativ viele sozusagen Schüler, Schülerinnen hervorgegangen, die im Sinne der Essex School of Discourse Analysis arbeiten, also die viel mit Diskursanalyse arbeiten, die sich an diese politische Theorie der radikalen Demokratietheorie und eben auch Hegemonietheorie anlehnen und ihre Forschung in die Richtung betreiben. Er hat unterrichtet natürlich an vielen Universitäten, unter anderem Sunny Buffalo und wie gesagt auch Northwestern University Chicago. Auch dort sozusagen war er immer für ein halbes Jahr vor Ort und hat dort unterrichtet. Ernesto Laclau war tatsächlich auch bis 1969 Teil der argentinischen sozialistischen Partei. Also er war auch politisch immer wieder aktiv. Er wurde auch von verschiedensten sogar Staatslenkern beratend herangezogen. Also er war durchaus jemand, der sich auch politisch natürlich engagiert hat und eingemischt hat. Vom theoretischen Background, Sie sehen es, ja, von wem wurde er beeinflusst? Natürlich Althusser, auch vom Neomarxismus. Die ganze Theorie, also radikale Demokratietheorie, wird ja dem Postmarxismus zugeordnet. Für diesen ist Gramsci's Hegemonietheorie und Hegemoniebegriff ein ganz zentraler. Viele von Ihnen haben ganz sicher schon einiges zu diesen Hegemonietheorien, Postmarxismus, Neomarxismus, nehme ich an, gehört oder vielleicht auch ein Seminar gemacht. Das zentrale oder das erste sozusagen wichtige oder wichtigste Buch, könnte man sagen, hat er gemeinsam mit seiner Frau Chantal Mouffe verfasst. Das berühmte Hegemony and Socialist Strategy 1985. Und es ist immer noch eines, das man natürlich, wenn man diese Theorie verstehen will, unbedingt lesen soll. Sie haben es aber dann im Anschluss natürlich beide dazu komme ich noch, in sehr unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt. Wie gesagt, die Theorie wird als eine postmarxistische bezeichnet. Auf den Postmarxismus gehe ich dann noch kurz ein, aber ganz zentral geht es eben in der Kritik am Marxismus darum, dass man vor allem diese privilegierte Klasse nicht als eine solche identifiziert und dass man
dass man auch den ökonomischen Determinismus fallen lässt, sondern stattdessen eben eine auf Kontingenz basierte Theorie erstellt und den Antagonismus, also den Streit und den Kampf um die Positionen in den Vordergrund rückt, die aber nicht notwendig sind, sondern die sich im Kontingent entwickeln. Zu dem Kontingenzbegriff komme ich aber auf jeden Fall noch, weil der ist natürlich ein ganz schwieriger. Das, was Sie also entwickelt haben hier, nennt sich radikale und plurale Demokratie. Das ist natürlich auch ein normatives Konzept. Also das ist ganz wichtig zu sagen. Ernesto Laclau und Chantal Mouffe haben sich immer dazu bekannt, dass sie sozusagen nicht neutral sind, sondern dass sie auch einen gewissen Anspruch haben und natürlich auch einen Normativ. Also normativ heißt ausgerichtet auf ein Sollen von Gesellschaft und von Politik, ja, eine Theorie entworfen haben, weil sie eigentlich auch natürlich davon ausgehen, dass keine Theorie, kein Theoretiker oder Theoretikerin neutral, objektiv oder so und so weiter sein kann. Was sie auch stark den Begriff, der bei ihnen sozusagen auch mitschillert im Werk, ganz stark auch bei Mouffe, ist der Populismusbegriff, denn sie haben einen ganz eigenen Populismusbegriff, der ist nicht nur negativ zu verstehen, sondern eben eigentlich als eine Grundlage des politischen Streits. Nun ist das jetzt kein Seminar, wo wir einen Populismus-Schwerpunkt setzen werden, aber wen das interessiert, wie gesagt, empfehle ich auch immer diese beiden Autoren, vor allem Mouffe, die nochmal näher auf die Notwendigkeit eines Linkspopulismus eingegangen ist. Übrigens, Sie finden auch einige Videos auf Moodle, die habe ich hochgeladen. Schauen Sie sich die ruhig an, also auch da kommt der Populismusbegriff zentral vor. Es sind Vorträge, auch ein Vortrag von Habermas, also wäre gut, wenn Sie sich das so nebenbei momentan, es gibt ja doch einige Zeit, die man zu Hause verbringt, wenn Sie sich das anhören und anschauen könnten. Wie gesagt, ja, noch kurz die Werke, vielleicht, das sind jetzt nur Auszüge natürlich von Ernesto Laclau. Emanzipation und Differenz ist ein sehr zentraler Essayband eigentlich, also gesammelte Essays. Im Original hieß dieses Buch oder heißt es Emancipations und das wurde übersetzt von Oliver Machert. Also das würde ich generell auch empfehlen, auch von dort werden wir einen Artikel lesen. On Populist Reason ist eins eben der letzten oder das letzte eigentlich erschienene Buch von Ernesto Laclau, als er noch gelebt hat. Und das ist sehr, sehr gut eben, was den Populismusbegriff betrifft. Ja, also Sie haben schon gehört, die radikale Demokratietheorie ist natürlich gemeinsam von Ernesto Laclau mit seiner Frau Chantal Mouffe entwickelt worden. Chantal Mouffe ist Belgierin, 1943 geboren, hat in Paris studiert und auch in Essex. Dort haben sich die beiden auch kennengelernt. Sie lehrt auch und hat gelehrt an zahlreichen Universitäten, lehrt noch immer, vor allem an der University of Westminster in London. Aber Chantal Mouffe ist auch sehr oft in Österreich. Sie macht dort viel an der Angewandten, weil sie auch sozusagen an der Schnittstelle von Politik und Kunst arbeitet. Also auch die künstlerische Praxis ist ihr ein ganz besonderes Anliegen. Wie gesagt, ihr Schwerpunkt ist auch die Analyse des europäischen Rechtspopulismus. Sie hat damals schon ganz am Anfang zu Haider einiges verfasst und geschrieben und macht das eigentlich bis heute, dass sie sich auch mit dem Populismus und mittlerweile eben auch mit der Notwendigkeit eines Linkspopulismus auseinandersetzt. Es gibt dann noch ein paar aktuelle Artikel, auch Zeitungsartikel, die werde ich Ihnen noch hochladen. Beeinflusst oder wie soll ich sagen, theoretisch sozusagen Annahmen oder die Basis sozusagen, auf der sie aufbauen in der Theorie sind natürlich, ist der Poststrukturalismus und sind Theoretiker wie Michel Foucault, vor allem auch Jacques Lacan, also Lacan ist sehr wichtig war sehr wichtig für Ernesto Laclau, beginnend natürlich aber auch mit Ferdinand de Saussure und sozusagen dessen oder die Kritik an ihm und der Weiterentwicklung vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus. Allerdings, auch da muss man immer aufpassen, Sie wissen, es gibt überhaupt niemanden, der sich jemals als
postmodern bezeichnen hat lassen wollen, nicht mal poststrukturalistisch. Es wird in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und bis hin zum 21. sehr schwierig, solche Kategorien aufzumachen, weil diese Theoretiker und Theoretikerinnen tatsächlich so dann doch wieder individuelle unterschiedliche Ansätze entwickeln, dass sie sehr schwer in einen Topf zu werfen sind. Also mit dem Vokabular muss man immer etwas aufpassen. Natürlich ist es für uns leichter und macht es Sinn, wenn wir uns auf manche Begriffe eben einigen können. Am besten ist es wohl, diese Theorie als eine postfundationalistische zu bezeichnen. Es wird nämlich kein Fundament angenommen, sondern die Struktur und die ganze Bedeutungsgebung wird als generell offen konzipiert. Und das ist schon also eben etwas recht Eigenes, sage ich mal, und dient als Grundlage für die weiteren Theoretisierungen. Darum der Begriff wird oft auf die radikale Demokratie angewandt als eine postfundationalistische Theorie. Auch bei MUF ein kurzer Einblick in die Werksliste. Wie gesagt, sind immer nur Ausschnitte. Über das Politische ist relativ bekannt geworden, aber auch das demokratische Paradox. Agonistik natürlich, die weltpolitisch denken und auch jüngst für einen linken Populismus. Auch das ist zu empfehlen. Man muss dazu sagen, dass wenn man vielleicht in dieses Werk einsteigt, der radikalen Demokratietheorie, MUF leichter zu lesen ist als Laclau. Laclau ist formuliert sehr philosophisch und theoretisch an vielen Stellen und MUF ist stärker auch praktisch orientiert und ausgerichtet, sage ich mal, oder empirisch, also auch analysiert, auch Zeitphänomene. Auch Laclau hat bei On Populist Reason immer wieder natürlich Beispiele drinnen. Ja, aber ich sage nur in Summe, manchen fällt es einfach leichter, mit MUF einzusteigen in diese Theorie. Früher oder später, meines Erachtens, muss man sich aber natürlich auch und sollte auch sich mit dem theoretischen Werk von Laclau auseinandersetzen. Ich habe Ihnen hier noch einen Link gesetzt, das ist also ein Link zur Essex School, also zur Universität in Essex, und wo Sie eben dieses Zentrum finden für Ideologie und Diskursanalyse. Ja, wenn Sie das interessiert, da können Sie sich auch ein bisschen umschauen, was dort so geboten wird. Ja. Wir kommen jetzt zu ein paar zentralen Grundlagen und Aspekten der Theorie. Ich kann das, wie gesagt, ich verstehe das total, ich kann das natürlich in der Präsentation nicht alles 100% wahrscheinlich verständlich machen, nachdem Sie auch keine Fragen stellen können. Ich denke, es wird auch ein bisschen der Anspruch jetzt sein, dass Sie sich vielleicht in einzelne Begriffe ein bisschen reinlesen und da selber sozusagen noch ein bisschen vielleicht eben dazu recherchieren, wenn Ihnen etwas unklar bleibt. Ja. Ganz kurz eben zu diesen Umrissen, was haben die beiden nun mit diesem Werk von Hegemony and Social Strategy geschaffen? 1985 wurde das veröffentlicht. Sie sehen es dort im Untertitel Towards a Radical Democratic Politics. Ja? Also Sie sehen, dass hier auch sehr wohl schon ein gewisser politischer Anspruch natürlich drinnen steckt. Es gibt da zwei zentrale sozusagen Anliegen. Das erste ist eben, den marxistischen Ökonomismus und Klassendeterminismus zu dekonstruieren. Und das zweite große Anliegen eben, die radikale und die plurale Demokratie zu umreißen, anstelle eben eines rein klassenbasierten linken Projekts. Dabei ganz wichtig und eben auch oft zitiert natürlich ist Gramsci's Hegemonietheorie, auf die wird immer wieder auch Bezug genommen. Auch dieses Werk ist tatsächlich auch von Ihnen explizit zu verstehen als eine politische Intervention. Für Laclau und MUF ist Theorie immer auch Praxis und immer auch sozusagen der Versuch, einen gewissen Diskurs zu begründen, ja, weil natürlich versucht man auch über so ein solches Werk gewisse Bedeutungsfixierungen vorzunehmen.
Und ich sage es jetzt eben schon, oder ich habe es schon angedeutet, eine Bedeutungsfixierung, wenn die partiell gelingt, dann nenne das Laclau-Mouffe Diskurs. Also Diskurs ist ein Netzwerk von Bedeutungen. Und Sie sehen, dieser Begriff, der Diskursbegriff, ist auch schon in diesem Werk ein ganz, ganz zentraler, und der wird bis sozusagen in die heutigen Texte hinein auch ein zentraler bleiben. Also es ist eine Diskurstheorie, und dazu ist es eben ganz wichtig, den Diskursbegriff von Laclau und Mouffe verstanden zu haben. Beim ersten Laclau-Text werden wir auch genau darauf eingehen, auch was hat zum Beispiel Diskurs mit Macht zu tun, ja? Wie entsteht ein Diskurs, wie verfestigt er ihn, wie verfestigt sich ein Diskurs und so weiter, welche Komponenten gehören dazu. Ganz wichtig eben auch die Frage in diesem Werk und dann auch weiter im Anschluss, also Laclau arbeitet daran natürlich dann auch in den späteren Werken weiter, ist eben immer die Frage auch von Identität, also von politischer Identität, und wie sich die Diskurse und Identität eben einander ergänzen, aufeinander einwirken und so weiter. Bei Mouffe, das habe ich eben schon angedeutet, das eine ist natürlich auch der Populismusbegriff, der zentral bleiben wird, aber bei Mouffe kommt noch dazu eine starke Liberalismus- und Kommunitarismuskritik. Also sie übt in ihrem Werk immer wieder Kritik, zum Beispiel auch an Rawls oder an anderen Theoretikern, und setzt sich eben mit dem Liberalismus auseinander und entwickelt dagegen eben das Modell des agonalen Pluralismus. Gerade Mouffe übt auch natürlich stets immer wieder Kritik an einem zu sehr am Konsens orientierten Demokratieverständnis, wie es eben genau von Jürgen Habermas vertreten wird. Ja? Also darum kann man die beiden Theorien tatsächlich einander gegenüberstellen. Und mittlerweile im Anschluss an dieses Werk gibt es natürlich sehr, sehr, sehr viele, zum Beispiel Einzelstudien, auch empirische Arbeiten, die sich den Diskursbegriff, also die sich mit dem Diskursbegriff und vor allem der Diskursanalyse an auch empirisches Material herantasten und auswerten. Auch ich habe an der Akademie der Wissenschaften solche Analysen, Diskursanalysen gemacht. Da gibt es verschiedene Projekte, die eben diese Diskursanalyse bereits anwenden, sehr produktiv meines Erachtens. Aber gehen wir noch etwas mehr auf die Grundlagen ein, eben dieses Denkens in der radikalen Demokratietheorie. Ich habe es eben schon genannt, der Postmarxismus, also ist eine Basis für diese Theorie. Und was heißt das? Es wird eben Kritik am Marxismus geübt, und zwar vor allem an den orthodoxen Formen, vor allem der zweiten und der dritten Internationale. Was lehnen Mouffe und Laclau ab? Sie lehnen erstmal ab, dass die Ökonomie die einzige Basis gesellschaftlicher Phänomene ist. Das ist ganz klar. Also sie machen ja das Politische vor allem stark und entwickeln eigentlich einen quasi ontologischen Begriff des Politischen sozusagen. Das Politische als Notwendigkeit für eben jegliche gesellschaftliche Veränderung. Außerdem lehnen sie natürlich die notwendigen Entwicklungsstufen der Gesellschaft ab, die hin zu einem letzten Ziel streben. Das gibt es in dieser Theorie nicht. Wie gesagt, der Kontingenzbegriff wird ja ganz wichtig. Und sie lehnen natürlich ab, dass es nur eine einzige jeweils repräsentative Klasse gibt. Also von dem Klassenbegriff verabschiedet man sich generell. Es gibt mehr und mehr Akteure, die auch quer zueinander liegen. Also sozusagen diese Strenge wird da aufgebrochen. Und warum? Man nennt ja diese Theorie auch anti-essentialistische. Warum? Also Essenz würde eben bedeuten, dass es einen bestimmten Akteur, ein bestimmtes Subjekt eben gibt, das ich definieren kann und das sozusagen immer im Zentrum steht.
und notwendig. So etwas lehnen Laclau und Mouffe generell ab. Daher wird die Theorie auch als eine anti-essentialistische bezeichnet. Also den ökonomischen Determinismus lehnen sie ab, aber auch den Klassenreduktionismus. Laclau hat das interessanterweise diese Erfahrung selbst gemacht in der Politik. Er war ja politischer Aktivist nahe dem Peronismus und hat dort schon verspürt, dass es sehr viele diverse peronistisch orientierte Kräfte gibt, die einen Bezugspunkt aber hatten, nämlich genau das, was er später den Lernsignifikanten nennen wird, die argentinische Nation. Und ständig wurde eigentlich auch von eben sehr wohl ähnlichen Gruppierungen gekämpft um die Besetzung dieses Begriffs, ja, dieses Lernsignifikanten. Und Laclau, wie gesagt, hat sehr viel auch seiner Theorie tatsächlich in der Praxis aus der entnommen und an der gelernt. Vor allem hat er daraus auch gelernt, und das ist ganz wichtig für diese ganze Theorie, dass nun nicht so sehr das Individuum die kleinste Einheit des politischen, ja, und des politischen Diskurses ist, als Grundelement, also sozusagen ein Akteur entspricht einem zentralen Menschen, einem Subjekt, der etwas formuliert und so weiter, sondern dass es eigentlich eine Beziehung ist, eine antagonistische, also sozusagen die Verbindung zwischen Subjekten, indem ich welche ausschließe, ablehne oder koaliere oder eben eine, wie er es dann nennt, eine Äquivalenz, also eine Ähnlichkeit feststelle und etabliere. Das sind eigentlich die Einheiten, die für politische Diskurse ausschlaggebend sind, mit im Zentrum einem ganz konkreten Anspruch, den man hat. Also eine Gruppe stellt einen Anspruch, im Englischen wird das genannt eben Demand, und das ist dann der Nukleus, ja, oder der Ausgangspunkt sozusagen von politischen Diskursen, die sich rundherum um diesen Demand, um diesen Anspruch dann entspinnen und aufbauen und strukturieren. Also das ist das strukturierende Element, ist ein bestimmter Anspruch, eine Forderung. Ja, ich glaube, das kann man relativ gut nachvollziehen, wenn man sich eben die politischen Diskurse tatsächlich ansieht, dass im Nukleus sozusagen immer ein bestimmter Anspruch steht, der formuliert wird. Kommen wir nochmal vielleicht, um es auch zu verstehen, das werde ich jetzt versuchen, etwas kürzer zu machen. Wir kommen ja, wie gesagt, noch zu einigen Texten, zu den epistemologischen Voraussetzungen im Poststrukturalismus. Das ist deshalb wichtig, weil das alles schon sich hinentwickelt in die Richtung des Kontingenzbegriffs. Also wir gehen zunächst im Poststrukturalismus aus, dass eben Bedeutung sozusagen entsteht durch ein Bezugssystem von Begriffen aufeinander, durch, also wie man das eben nennt, durch Relationen zu anderen Signifikanten, ja, durch Ähnlichkeiten, aber auch durch Differenzen. Also ich mache es mal mit einem ganz banalen Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel den Überbegriff Obst haben, dann entsteht der aus der Zusammensetzung von unterschiedlichen Obstsorten, die sozusagen zueinander different sind, Apfel, Birne, aber eine Gemeinsamkeit finden, nämlich im übergeordneten Begriff des Obstes. Also jeder Begriff definiert sich durch Abgrenzung, durch Ausgrenzung, durch Dinge, die nicht damit bezeichnet werden, oder Familienähnlichkeiten, wie es Wittgenstein schon genannt hat. Nun, im Strukturalismus ging man noch davon aus, dass ein solches Bedeutungssystem eben auch die Sprache ein geschlossenes System ist. Das dekonstruieren Mouffe, Laclau vollständig. Das macht generell der Poststrukturalismus, indem man sagt, diese Systeme, eben auch die Sprache, ist prinzipiell offen, weil man ansonsten eigentlich keine Bedeutungsverschiebungen erklären könnte. Man könnte nicht erklären, wie es eben zu neuen Bedeutungen kommen kann. Es finden ja in unseren Begriffen ständig Verschiebungen statt. Ein ganz interessantes Beispiel, ich habe schon öfter mit Menschen darüber diskutiert, in verschiedensten Kontexten, ist zum Beispiel der Heimatbegriff. Wenn man sich den Heimatbegriff vor
100 Jahren ansieht, vor 50 Jahren. Und heute wissen Sie alle, bis hin damals zur Kampagne von Van der Bellen, der mit dem Heimatbegriff geworben hat, dass sich der stark verändert hat und immer wieder neue, sozusagen mit neuen Bedeutungsgebungen angereichert wird und sich verschiebt. Und das geht eben nur, wenn ich prinzipiell schon davon ausgehe, dass ein solches Bedeutungssystem niemals geschlossen werden kann. Und das bringt natürlich einige Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten mit sich, ja, weil man dann natürlich erst recht darüber nachdenken muss, aber wie kann man dann Bedeutung überhaupt partiell fixieren? Und darüber genau werden Mufflinger-Klaus schreiben und so den Diskursbegriff dann, der wird mehr und mehr Gestalt gewinnen. Zum Diskursbegriff ist als Voraussetzung noch ganz dringend zu sagen, Achtung, Diskurs heißt in der radikalen Demokratietheorie nicht nur Sprachliches, sondern, wie Sie es eben auch nennen, die gesamte materielle Dichte der Dingwelt. Also zu diesem Diskursbegriff gehören Institutionen, es gehören materielle Verhältnisse, Bedürfnisse, Bedingungen dazu. Es gehört eben zu diesem Diskursbegriff alles im Prinzip, was uns umgibt und was zu einer bestimmten Strukturiertheit beiträgt. Ja? Auch soziale Beziehungen natürlich und Verhältnisse. Ja? Das heißt, ich versuche es jetzt noch vielleicht an einem sehr praktischen Beispiel, weil wir uns gerade jetzt mit diesen Online-Tools so extrem auseinandersetzen. Also zum Beispiel die Anwendung bestimmter Tools und die Art und Weise, wie wir jetzt miteinander kommunizieren, wie ich mit Ihnen kommuniziere, wird bestimmte Begriffe auch schon wieder beeinflussen und Begriffsverschiebungen vornehmen. Also auch allein die Materialität zum Beispiel des Laptops, der vor mir steht und in den ich hineinspreche. Also man muss das alles, wirkt natürlich zusammen. Es wäre ganz falsch, wenn man eben glauben würde, es wäre eine Theorie, die sich nun sozusagen ausschließlich auf das Sprachliche fixiert, ja, und vom materiellen Abstand nimmt. Das stimmt einfach nicht. Der Fehler wird leider oft begangen. Das ist natürlich komplex, weil wir dann auch sagen können, die Systeme werden immer komplexer, wenn alles zur Bedeutungsgebung und Fixierung beiträgt. Wie kann man die noch analysieren? Das ist tatsächlich schwierig, ja. Gerade wenn man dann in Richtung empirische Studien denkt, man muss sich immer dessen bewusst sein, dass wir immer nur Diskursausschnitte natürlich in den Blick kriegen und nicht endgültig eben ein gesamtes Bild eines Diskurses abbilden können, weil wir gar nicht alles erheben können, was alles Einfluss ausübt auf einen Diskurs. Damit, also was resultiert nun aus dem Ganzen, wenn ich ein System nicht schließen kann? Also damit auch diese Kritik an der Totalität. Das heißt, ich kann nichts endgültig abschließen. Dadurch ist das Resultat im Endeffekt, dass auch Identität und Gesellschaft in letzter Instanz unmöglich werden. Unmöglich heißt hier in dem Sinne, dass ich sie nicht ein und für alle Mal definieren kann. Dass ich nicht sagen kann, Gesellschaft ist oder diese Identität ist. Das kann ich nicht in absoluten Termini zum Ausdruck bringen, weil es eben immer potenziell offen ist und Verschiebungen ausgesetzt ist. Ja? Darum steht hier in Klammern nochmal, in ihrer Vollständigkeit sind Identität und Gesellschaft unmöglich. Also wirklich in dem Sinne gedacht, dass es nicht abschließbar schließbar ist. Ja? Ich kann eine Grenze nicht endgültig fixieren. Das ist von der These sozusagen, wie Bedeutung konstruiert wird und der These zum Bedeutungssystem an sich unmöglich. Ja? Es ist immer auch offen, partiell. Und das ist eben ganz wichtig, weil somit sehen Sie jetzt auch, dass natürlich von der marxistischen These sozusagen einer notwendigen Entwicklung, wo ja das teleologisch, also zielgerichtet schon auf etwas hinauslaufen muss, damit natürlich völlig Abstand genommen werden muss. Ja. Also die Grundannahme ist, dass Bedeutung
generell relational ist, also immer in Beziehung und in Bezug aufeinander stattfindet, immer etwas anderes braucht. Dass Bedeutung kontextuell ist, also sprich sich natürlich auch verändert. Begriffe werden anders angewandt. Gehen wir nochmal zum Heimatbegriff über. Heimatbegriff bei Van der Bellen ist ein gänzlich anderer, als er damals bei Hofer war. Das wissen wir auch. Ja. Und historisch kontingent, das ist eben besonders wichtig. Kontingent heißt hier möglich, nicht notwendig. Ja. Also nicht notwendigerweise kann der und der Diskurs sich etablieren als hegemonial. Es gibt hier einen gewissen Möglichkeitsspielraum. Das wird ganz wichtig werden, auch für die handelnden Akteure. Das heißt, man kann intervenieren. Man kann sozusagen Diskurse natürlich auch mitprägen. Aber es ist auch nicht zufällig. Es ist nicht radikal alles möglich. Das ist natürlich nicht so, denn die durch die Geschichte und das, was schon ist an Struktur, ist natürlich nur ein gewisses Spektrum denkbar möglich und auch für Handlungen möglich. Ja, also nicht alles, das ist keine reine Zufälligkeit. Das darf man nicht verwechseln. Wenn Sie noch Unsicherheiten dann haben beim Begriff eben der Kontingenz, bitte googeln Sie auch mal. Ich komme gleich noch mal näher dazu, aber dann wird es vielleicht etwas klarer. So, gut. Wenn nun etwas vorübergehend fixiert wird in einem solchen Diskurs, dann nennen das Laclau und Mouffe Artikulation. Eine Artikulation heißt einfach, dass bestimmte Diskurselemente zueinander geordnet werden. So wie ich es erst gesagt habe, vielleicht bei Apfel, Birne, Obst, dann gehen die in einer gewissen Weise eine Verbindung ein miteinander, werden zueinander geordnet und dadurch vorübergehend fixiert. Das geschieht über Artikulationen. Wieder Achtung, nicht nur verbal gemeint, ja, sondern alle Verbindungen, die Elemente eingehen miteinander. Wenn das eben gelingt, dann kann eine Hegemonie etabliert werden. Ich gehe auf Gramsci jetzt nicht mehr zu genau ein, das geht sich leider nicht aus. Wichtig ist einfach, dass es für diese Hegemonie, also sagen wir zum Beispiel jetzt, wir bleiben einfach beim Heimatbegriff, dass sich ein bestimmter Heimatbegriff durchsetzt. Dafür braucht es zwei verschiedene Aspekte. Es braucht den Anspruch des Universellen, also dass ich sage, mein Heimatbegriff ist derjenige, der einzig wahre oder richtige ist. Ja? Das heißt, mit diesem Anspruch unterdrücke ich natürlich andere Begriffe, andere radikal in dem Sinn, dass ich sie ausschließe, also andere Bedeutungsgebungen oder Interpretationsmöglichkeiten schließe ich völlig aus. Diese Grenze wird etabliert und die ist immer antagonistisch. Antagonistisch heißt eben feindlich. Ich schließe die anderen Möglichkeiten aus. Nochmal, diese Grenze kann nicht absolut geschlossen werden, aber ich schließe aus. Das heißt, das ist natürlich sehr eigenartig und zwar bringt das ein Spannungsverhältnis hinein, denn ich muss also Bestimmtes ausschließen, um einen Diskurs schließen zu können, bin auf dieses Ausgeschlossene in dem Diskurs tatsächlich angewiesen und mit der Angewiesenheit auf diesen Ausschluss und das Außen kann es potenziell immer schon möglich sein, dass es sozusagen wieder in den Diskurs eindringt. Ja, also es ist auch ein gewisses Gefahrenpotenzial für den Diskurs, wenn er hegemonial wird, dass alles, was sich im Außen befindet, wieder in den Diskurs brechen könnte und den aufbrechen. Ja. Nun, die Funktion, die einen Diskurs eben strukturiert im Zentrum, könnten wir sagen, ist der leere Signifikant. Wir können eben zum Beispiel sagen Heimat. Ist ein leerer Signifikant, weil er so viel an verschiedenen Inhalten, Definitionen und so weiter beinhalten kann und in sich immer mehr aufnimmt. Also viele Menschen können sich vielleicht im Begriff wiederfinden, obwohl sie gänzlich unterschiedliche und widersprüchliche Annahmen darüber haben, was der Begriff bedeutet.
dann entleert er sich mit der Zeit. Also das nennen sie eben, das nennen Laclau und Mouffe entleeren, weil er sozusagen, könnten wir sagen, auch immer vager wird, ja, immer breiter wird im Prinzip. Er kann nicht mehr konkret und genau definiert werden. Nehmen Sie zum Beispiel auch Begriffe wie Freiheit oder selbst Demokratie. Auch die werden mehr und mehr entleert, je öfter sie verwendet werden und umso mehr Menschen oder Gruppen, Gruppierungen bis hin vielleicht zu Staaten ihn versuchen zu füllen. Ja? Was der leere Signifikant natürlich wieder, also der ist ja ein Hegemonialer, auch braucht und tut, ist eine Grenze zu errichten nach außen, also das, was draußen ist, auszuschließen und gleichzeitig im Inneren nun eine Äquivalenzkette herzustellen, wie das heißt, dass zum Beispiel Begriffe wie Freiheit oder Sicherheit, unter der Freiheit zum Beispiel kann sich natürlich ein liberaler politischer Freiheitsbegriff verbergen oder können an diesem Begriff andocken. Es kann sich aber auch der freie Markt und der Neoliberalismus an den Begriff andocken. Ja? Das heißt, hier kommt es zu Äquivalenzketten im Inneren, also für die beide sozusagen der Begriff dann von zentraler Bedeutung ist, obwohl er sogar anders, im Endeffekt anders konnotiert ist. Ja? Das bringt auch eine gewisse Gefahr mit sich, denn umso länger so eine Äquivalenzkette wird, also verschiedene Ansprüche zum Beispiel versammeln sich jetzt unter dem Anspruch von mehr Freiheit, ja, sagen wir es so, und wenn die immer widersprüchlicher sind und immer unterschiedlicher und diverser, die sich nun unter diesem Nenner und diesem Begriff versammeln, dann gibt es natürlich oder könnte es auch zu der Gefahr kommen, dass der Begriff so entleert wird, dass immer mehr ins Bewusstsein rückt, der Begriff sagt sozusagen nichts mehr aus oder repräsentiert uns nicht mehr in unserem Anspruch. Und dann kann diese Äquivalenzkette eben auch reißen und es können wieder unterschiedliche Diskurse nebeneinander bestehen, auch natürlich gegenhegemonial und in einem gewissen feindlichen Sinne sich gegenüberstehen. Also dann reißt sozusagen diese Äquivalenzkette wieder ab. Nochmal verstärkt darauf hinweisen, was Kontingenz in dem Zusammenhang bedeutet. Gesagt, Kontingenz heißt nicht Zufall. Also wir müssen nochmal sagen, diese Diskurse, die ich jetzt genannt habe, die Hegemonie und der leere Signifikant, die sich etablieren, das basiert alles auf einem Feld eben der Kontingenz. Das heißt, es ist eben etwas nicht unbedingt notwendig, aber möglich und möglich nur in einem gewissen begrenzten Rahmen. Es wird auch genannt eine Entscheidung ohne weiteren Grund. Also es werden Diskurse sozusagen etabliert und können sich durchsetzen und werden hegemonial, die ich nicht deterministisch und unbedingt aus dem, was schon besteht, ableiten kann. Also es gibt einen gewissen Spielraum, einen gewissen Freiheitsspielraum. Das ist eben auch ganz wichtig, wenn man über die Möglichkeit überhaupt von eben politischen Diskursen und Artikulationen nachdenkt. Schauen wir uns an, also wenn wir die radikale Demokratie und Demokratietheorie zusammenfassen wollen würden, dann ist sie auch zu verstehen als eine Kritik an sogenannten konservativen Diskursen, die also das Soziale verfestigen. Denn die radikale Demokratie setzt primär auf, darum übrigens radikal, also auch auf Entwurzelung, ja, also an die Wurzel gehen. Das heißt, man nimmt eben kein Fundament an, das sozusagen nicht noch zu dekonstruieren wäre. Denn man muss immer wieder, und es wird auch immer wieder zur Notwendigkeit von Debatte, von Streit, von Kritik und von Reartikulationen kommen, um überhaupt sozusagen von Neuem immer wieder einen Diskurs zu bestätigen, auch wenn es der Diskurs über die Demokratie an sich ist. Wir sehen das heute wieder, wenn wir eine gewisse Gefahr oder Gefährdung der Demokratie, wie sie heute besteht, ins Auge fassen, dann liegt das auch daran vielleicht, weil der Begriff zu leer geworden ist, weil man sich zu wenig damit auseinandergesetzt hat, wie er inhaltlich gefüllt sein soll.
Und dann ist es eben wirklich wieder notwendig, auch über die Frage der Demokratie an sich zu sprechen und diesen hegemonialen Signifikanten sozusagen neu unter die Lupe zu nehmen. Das ist nicht natürlich vorgegeben Bedeutung und notwendig gegeben, auch nicht, wer Inhaber der Macht ist. So etwas gibt es eben nicht. Das ist immer abhängig von den jeweiligen Diskursen und Diskursformationen. Alles muss sozusagen immer neu verhandelt werden, könnte man daraus schließen. Das gilt übrigens, weil das ist eine oft geführte Debatte, natürlich auch über die Menschenrechte. Man soll nicht sagen, man könnte sozusagen die, man sollte die wieder relativieren, aber man muss, wenn man darauf bestehen will, sie immer wieder bestärken, indem man eben den Diskurs führt und sie reartikuliert. Also das ist eben ganz zentral, weil wenn etwas sozusagen zu sehr als Selbstverständlichkeit genommen wird und abstirbt, wie man das eben auch nennt, ja, zu einem reinen Begriff, dann ist der Begriff nicht mehr politisch wirksam. Das heißt, es sind eben immer wieder diese neuen hegemonialen Kämpfe notwendig, die müssen geführt werden und man muss, und das ist eben anders als bei Habermas, auch davon ausgehen, dass Hegemonie in dem Sinne nicht rein rational ist. Im Gegenteil, das, was hegemonial sich verfestigt, ist nicht nur an einer Vernunft natürlich orientiert, sondern sehr komplex, hat natürlich sehr viel mit Gefühlen zu tun, ja, mit historischen Konjunkturen, mit einem Zeitgeist und so weiter und eben mit der Frage einfach, wer sich in diesem Diskurs, welcher Begriff und welche Bedeutungsgebung sich gerade durchsetzen kann. Das hat natürlich mit Macht zu tun, das kann man nicht wegleugnen sozusagen. Das ist eben in Essenz auch der Zugang, den Laclau und Mouffe haben zum Politischen. Das Politische bedeutet hier immer wie eine offene Wunde, ja, ein Ort sozusagen, der umkämpft wird. Und mit dem muss man sich abfinden und dem muss man sich vor allem auch widmen. Wir werden noch weiter natürlich zu Mouffe und Laclau kommen, gerade bei dem ersten Text von Ernesto Laclau, der ein bisschen als Grundlage dient, um diese Theorie zu verstehen. Und da werden wir noch viel näher auf diese Begriffe eingehen. Das ist nur mal ein ganz kurzer Überblick, dass Sie vielleicht sich selber auch in dieses Vokabular eindenken können, einfühlen und einhören können. Ansonsten, wie gesagt, wird der erste Text schon genau dazu eigentlich sein, vor allem auch zum Machtbegriff, zum Hegemoniebegriff und so weiter. Das wird dann alles viel konkreter werden und ich werde es dann auch immer wieder mit Beispielen belegen, sodass Sie sich darunter was vorstellen können. Das war also die Präsentation mal zu Teil 1, also dem Grundsätzlichen, dem Aufbau, die Folien und den Ton werde ich jetzt dann gleich hochladen. Es kommt dann noch der Teil 2. Wo wir noch kurz auf Jürgen Habermas eingehen. Im zweiten Teil der heutigen ersten Einheit und hier werde ich noch kurz einen Einblick in Jürgen Habermas Werk und seinen Ansatz geben. Jürgen Habermas wurde geboren 1929 in Düsseldorf. Er hat promoviert über Schelling und sein Denken 1954. Er hat 1956 am Frankfurter Institut für Sozialforschung begonnen zu arbeiten, das ja ganz klassisch, ganz stark geprägt war von der kritischen Theorie, also von Horkheimer und Adorno. Und hat dann 1961 auch seine Habilitation zum Strukturwandel der Öffentlichkeit geschrieben, ein sehr, sehr bekanntes Werk von ihm. Er wurde Professor der Sozialphilosophie in Heidelberg. Erscheint Theorie und Praxis. 1964 geht er zurück nach Frankfurt und übernimmt eben dort auch Horkheimers Lehrstuhl. 1968 erscheint Erkenntnis und Interesse. Ja, Sie sehen es, also Habermas hat wahnsinnig viele wichtige Werke produziert. Er wurde auch Direktor am Max-Planck-Institut. Es gibt
sehr viele, wie gesagt, Werke von ihm. Er hat unglaublich viel geschrieben und natürlich immer dementsprechend gibt es dann auch jene, die sich an einen Ansatz oder eine Art oder einen Teilaspekt seines Werkes auch anschließen und das dann weiterformulieren und damit weitergearbeitet haben. Aber besonders zentral und für uns eben auch wichtig ist 1981 sein Hauptwerk, das erschienen ist in zwei Bänden, Theorie des kommunikativen Handelns. Also daraus werden Sie auch einen Auszug lesen. 1994 ist er emeritiert, davor war er schon wieder in Frankfurt, schreibt aber natürlich dann auch immer weiter und hat auch noch weiter gelehrt an verschiedenen Universitäten, wie gesagt, auch unter anderem da, wo Laclau unterrichtet hat, in Chicago, eben an der Northwestern University. Sehr interessant vielleicht auch, weil das jüngst erschienen ist, 2019, ein zweibändiges Werk, auch eine Geschichte der Philosophie, hoch gefeiert. Ich muss es also selbst erst lesen, aber es soll im Prinzip sein Werk und sein ganzes Schaffen abrunden. Was sind die Neuerungen durch Habermas? Es geht bei ihm vor allem um eine Begründung eines modernen Sprach- und gesellschaftstheoretischen Vernunftbegriffs. Das werden wir eben sehen, dem werden wir uns auch widmen. Und zwar ohne metaphysische Vorannahmen. Das ist eben etwas, wo wir noch sagen könnten, Laclau und Habermas teilen eben diese Ablehnung der Metaphysik. Habermas ist ähnlich, würde ich sagen, wie es bei Laclau und Mouffe ist, immer auch ein kritischer Denker. Und Sie haben bestimmt schon da und dort Zeitungsartikel von ihm gelesen. Er hat sich immer wieder zu Wort gemeldet, auch wirklich ins Zeitgeschehen eingemischt. 1986 hat er den Historikerstreit eben ausgelöst, wo Habermas gegen die Nazi-Verbrechen verharmlosenden Thesen auftrat, dass die Deutschen nur auf die Bedrohung durch den Sowjetkommunismus reagiert hätten. Also das war ihm auch ein ganz zentrales Anliegen. Er bezieht und hat auch ganz oft Stellung bezogen zu Europa, zur Europäischen Union, auch zu Merkels Politik. Sie sehen hier zum Beispiel auch einen Bericht eben über oder ein Interview mit Habermas. 5 Fragen an ihn gerichtet über Asylrechte sind Menschenrechte. Das werde ich Ihnen auch noch hochladen. Also auch wenn Sie Jürgen Habermas im googeln, werden Sie sehen, dass es sehr, sehr viele Zeitungsartikel gibt und auch sehr viele Interviews mit ihm. Was er nicht so gerne macht, ist, Sie sehen, er hat vorne ja diese Scharte. Er tut sich etwas schwer beim Reden. Und er hat es nicht so gern gesehen, wenn er aufgezeichnet wurde oder eben Videointerviews gegeben. Da gibt es nicht so viele von ihm, aber einen Vortrag habe ich Ihnen auch hochgeladen. Ja, woher kommt Habermas sozusagen, wenn wir die Frage stellen, aus welcher Ecke? Dann kann man sagen, und das ist klar, also Sie haben das schon in seiner Biografie gesehen, dass er von der kritischen Theorie stark beeinflusst wurde. Zwar teilweise daran anschließt, aber auch sich an bestimmten Punkten dann wieder davon löst. Und vor allem, was ihn hier ausmacht, ist, dass er sehr wohl an einem transzendentalen Wahrheitsbegriff festhält, was wir so in der kritischen Theorie nicht haben. Und das bedeutet, also diese Worte sind vielleicht wichtig zu verstehen, wenn Sie da auch noch unsicher sind, dann bitte immer googeln. Ja. Transzendental bedeutet also die Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis und diese Bedingungen, die hält er für universell und dazu werden wir auch kommen. Er kommt auch sozusagen zunächst einmal von einer postmarxistischen Ecke. Also man kann sagen, dass er sehr wohl immer wieder auch die Ökonomie als einen Bereich begreift, der die Lebenswelt extremst kolonialisiert, nämlich hin ausgerichtet auf ein wirtschaftliches Nutzenkalkül. Und dagegen schreibt er da auch immer wieder an, sozusagen eine Konstante, an der er eigentlich festhält und die ihn dann auch unterscheidet von Luhmann und Rawls zum Beispiel.
Habermas möchte seine Theorie im Prinzip und sein Werk wirklich als eine kritische Gesellschaftstheorie verstehen, die noch dazu interdisziplinär angelegt ist. Was Habermas an der kritischen Theorie jedoch ablehnt, ist so etwas, wie er es nennt, eben auch einen Vernunftdefätismus, die also sozusagen auch den Vernunftbegriff fallen lassen. Wir kennen das bei Adorno, wenn er sozusagen als einzigen Rückzug nur mehr die Kunst als eine letzte Instanz sieht zur Möglichkeit eines Ausbruchs aus dem falschen Leben. Also das ist etwas, wovon sich Habermas eben völlig verabschieden würde, weil bei ihm, weil er doch sehr viel auf den Vernunftbegriff setzt, auch wenn er es kritisch sieht und auch immer historisch, so ist es doch etwas, wo er im Gegenteil sozusagen diesen Begriff noch ausarbeitet. Habermas, ja, man könnte fast sagen, dass er darauf abzielt, eben eine praxisorientierte Reorganisation der kritischen Theorie herzustellen. Das heißt, der Vernunftbegriff muss für ihn gerettet werden und die kritische Theorie sollte in diesem Sinne wiederbelebt werden. Was bei ihm hier im Mittelpunkt steht, ist die intersubjektive Verständigung. Also es geht eben ganz zentral natürlich um den Dialog und um den Diskurs und natürlich um den Konsens und die Einigung, die über das bessere Argument erzielt wird. Sein Projekt, könnte man so eben sagen, ist jetzt nicht ein Rückfall wie in Zeiten der Aufklärung zum Beispiel in einen Vernunftoptimismus ohne Selbstkritik, sondern über die Möglichkeiten nachzudenken, wie wir ganz verbindlich zu bestimmten Normen gelangen können. Und da hat er sich wirklich unglaublich intensiv eben damit auseinandergesetzt, findet sich eben schon ganz zentral in dem Werk 1981 in der Theorie des kommunikativen Handelns. Also, er zeichnet nach eine universelle Struktur in der Kommunikation, die schon einen normativen Gehalt hat. Also, die Art und Weise, in der wir uns verständigen, soll selbst bereits jene Strukturen enthalten, die Vernunft und Normativität ausmachen. Ja? Also, er zielt ganz stark, müssen Sie immer dran denken, auf die Struktur und die Art und Weise unserer Kommunikation ab und sagt, darin sozusagen befindet sich schon eine Ausgerichtetheit auf eine gewisse Normativität, also das, was wir eben dann auch als wahr, auf was wir uns als wahr einigen werden. Aber wichtig ist eben schon, die Bedingungen der Möglichkeit hier in den Blick zu bringen, wie wir zu einem Konsens und vor allem, wie wir zu einer Moralbegründung kommen können. Ja? Und das ist für ihn eben auch intersubjektiv und gemeinschaftlich möglich. Das nennt man postmetaphysisch. Warum? Weil das von niemand anderen, also von einer Instanz von außen, man sagt dazu eben transzendent gegeben wird, das ist nicht göttlich, die Moral etc., sondern wird übers Aushandeln und das natürlich das Gewinnen einer Auseinandersetzung über das bessere Argument wird Moral begründet. Bleibt also, die Begründung bleibt transzendental nochmal. Was ist hier der Unterschied? Also transzendent verweist eben auf eine Sinngebung oder einen Ursprung im Außen, zum Beispiel im Göttlichen. Transzendental ist ganz was anderes, nämlich verweist auf die Bedingungen der Möglichkeit zu einer Wahrheit oder zu einer Übereinkunft zu finden über unserem Sprachgebrauch und einfach die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Das nennt man auch transzendental pragmatisch. Das heißt auch, und das ist wieder ähnlich, könnten wir sagen, wie Laclau, also das, worauf wir uns einigen, hat jetzt keinen Ursprung in irgendeiner angeborenen Struktur, sondern ist universell eine gegebene Form unserer praktischen sprachlichen Verständigung, sehr auf die Praxis eben bezogen.
Ganz wichtig dabei ist bei Habermas, dass er eben darauf setzt, und darauf werden wir noch kommen, dass wir generell, also er geht von der Annahme aus, dass wir generell im Sprechen miteinander einem Rechtfertigungsdruck unterliegen. Also wir sprechen schon so miteinander, das kann man, glaube ich, recht gut auch selber nachvollziehen, dass wir immer schon vom anderen wollen, dass er verständlich spricht, dass er wahrheitsgetreu für sich aus seiner Perspektive spricht. Das unterstellen wir eigentlich schon, ja. Und dass er sich für das sein Argumentieren auch rechtfertigen kann. Also es sind lauter solche Unterstellungen, die wir sehr implizit machen. Das stellt im Grunde schon die Grundstruktur unserer Kommunikation dar. Also darüber kann man durchaus mal nachdenken, sozusagen, was schicken wir immer schon voraus in unserer Kommunikation. Und das nennt er eben dann das kommunikative Handeln, dass das immer schon auf Konsens auch ausgerichtet ist. Sobald ich mit meinem Gegenüber spreche, sozusagen, sagt Habermas, zielen wir in irgendeiner Art und Weise auf Konsens ab, auch wenn er nicht möglich ist in dem Moment, auch wenn wir zum Beispiel streiten. Aber im Endeffekt sozusagen ist dahinter sehr wohl, dass das Ziel der Konsens. Also da können Sie eben gern mal sich selbst befragen, ist vielleicht eine interessante Überlegung, ob das wirklich so ist. Dabei muss man auch bei Habermas sagen, dass er durchaus sagt, es kann alles und muss auch alles diskutiert werden. Auch die Bedingungen wiederum des Diskurses, die sind auch nicht geschlossen, sondern auch über die natürlich muss verhandelt werden. Was sind die besten Bedingungen, um einen Diskurs führen zu können? Bei Habermas sagt er, es muss sich hier um einen herrschaftsfreien Diskurs handeln, in dem also die Interessen aller Betroffenen adäquat berücksichtigt werden können an dem alle teilnehmen können. Es darf hier nichts willkürlich erfunden werden, sondern dieser Diskurs müsste auch zielgerichtet sein. Wir werden zu diesen Voraussetzungen des Diskurses kommen wir noch ganz konkret, weil da hat er einen relativ hohen Anspruch und über den eben sollten wir auch diskutieren und das wird sich auch in der Literatur dann natürlich reflektieren lassen. Aber vielleicht noch vorweg, worauf ich noch eingehen möchte, ist, über welche Begriffe sprechen wir eigentlich, wenn wir eben über Diskursethik sprechen. Ich sage mal ganz ehrlich, das ist auch nicht ganz einfach. Weil, so wie wir sozusagen bei Laclau und Mouffe schon darüber gesprochen haben, dass Begriffe sich immer bewegen und neue Bedeutungen inherieren, so ist es einfach auch beim Ethikbegriff und Moralbegriff. Sie wissen das sicher, wenn wir so Ethik und Moral im Alltag verwenden, dann wird das oft gegeneinander ausgetauscht. Das geht natürlich so nicht. Hier gibt es verschiedene Definitionen, also es sind auch unterschiedliche Begriffe. Und jetzt warne ich gleich vor, auch Habermas verwendet leider den Begriff der Ethik etwas anders, als normalerweise in der Philosophie verwendet wird. Aber wir werden versuchen, das ein bisschen zu klären. Gut, also Ethik, der Begriff Ethik bei Habermas oder Habermas verwendet den Begriff Ethik vor allem als einen Begriff, der auf den Bereich angelegt wird, wo man sich mit den Maßstäben des richtigen Handelns auseinandersetzt, nämlich zum Beispiel mit den Fragen des guten Lebens. Also so eine ganz klassische Frage, diese große philosophische Frage, was ist das Gute? Das heißt eben, es geht hier in der Ethik eben sehr wohl auch darum, dass man über die eigene Lebenswelt und die Erfahrung nachdenkt. Es geht um Verletzung personaler Integrität und aber auch um die normativen Ansprüche und Forderungen, die man dann stellen kann. Bei der Moral hingegen, also Moral wäre ja zu dem komme ich noch gleich, was Moral ist, aber vielleicht noch schnell zur Moralphilosophie, weil das ist eigentlich etwas jetzt, mit dem sich Habermas am meisten sozusagen auseinandersetzt. Hier geht es um die Begründungsmöglichkeiten von Normen und die Begründungsformen und deren Gültigkeit. Also Sie sehen, das ist so auf einer Metaebene angelegt, wo man eben über die Bedingungen der Möglichkeiten nachdenkt, wie man, mit welchen Mitteln und Maßnahmen und Formen man zu bestimmten Normen finden kann und wie die in welcher Art und Weise auch Gültigkeit haben können. Also Sie sehen einfach, das ist schon mal
sozusagen eine Metaebene, bei der es nicht um bestimmte, um schon bestimmte und konkrete Inhalte geht. Ja, das ist ganz wichtig, weil mit dem wird sich eben genau Habermas auseinandersetzen. So wie wir, könnten wir sagen, wie Laclau und Mouffe über den Diskurs an sich nachdenken und darüber, was ein Diskurs, welche Formen sozusagen ein Diskurs annehmen kann, welche Aspekte dazugehören, welche Teilaspekte. Genauso eben behandelt Habermas auch die Metaebene, auch den Diskurs dort, nämlich als eine Möglichkeit eben zum Konsens zu finden und schaut sich die Bedingungen dieser Möglichkeit an. Ja? Also das ist die gleiche Metaebene eigentlich. Und wenn wir jetzt eben noch fragen, was ist Moral? Moral, und darum übrigens der Ethikunterricht wird manchmal falsch verstanden als ein Moralunterricht, nämlich weil Moral ist nichts anderes als das faktische System von entweder naturwüchsig, also schon gegebenen oder konventionell entstandenen Normen. Also einfach die Normen, nach denen wir uns ausrichten, wie wir uns verhalten sollen und so weiter. Darum geht es in beiden Theorien natürlich ganz und gar nicht. Bei Habermas wäre die Ethik wiederum die Frage nach dem subjektiven Verständnis der Verbindlichkeit von Normen. Das ist schon eine Ebene sozusagen darüber, viel breiter angelegt. Ja? Und die Moralphilosophie, aber wie Sie oben gesehen haben, differenziert er davon nochmal, indem sich die Moralphilosophie vor allem den Bedingungen widmet, wie wir zu diesen Normen gelangen. Ich sage es Ihnen jetzt ganz ehrlich, normalerweise wird eben Ethik und Moralphilosophie in der Philosophie gleich verstanden. Da ist nämlich die Ethik ebenso diejenige, die sich mit den Bedingungen auseinandersetzt, wie wir zu diesen Normen gelangen können. Aber Sie haben es gesehen, also so hat jeder eben auch, nimmt leichte Verschiebungen im Begriff einfach vor. Es ist jetzt für die Theorie dann nicht so ausschlaggebend, aber nur, dass Sie wissen, dass vor allem, was mir wichtig wäre, dass Sie eben Moral und Ethik hier ganz stark auseinanderhalten können und dass wir, wenn wir uns mit diesen Theorien auseinandersetzen, immer auf der Metaebene befinden. Nun, also was diese Frage eben des richtigen Handelns betrifft und wie wir nun eben die Bedingungen und die Arten und Weisen, wie wir zu einer Moralbegründung kommen können, das hat sich philosophiehistorisch auch natürlich über Jahrtausende, kann man sagen, entwickelt. Das ist ganz klar. Auf das kann ich nicht ganz genau eingehen, aber nur damit Sie kurz sehen, welche unterschiedlichen und vielen Ansätze es hier gegeben hat. Bei Platon und bei Aristoteles war und gesamt in der Antike war das individuelle Handeln noch ganz stark eingebettet in eine kosmologische Auffassung von einer geordneten Welt, die sozusagen an sich harmonisch ist und der Einzelne muss sich in seinem Handeln dem natürlich ein- und unterordnen. Ja? Insofern waren hier ethische Probleme sogar, könnten wir sagen, leichter möglich als jetzt, weil natürlich wir jetzt auch einen ganz anderen Freiheitsbegriff in dieser Hinsicht haben. Aber sehr wichtige Auseinandersetzungen in Bezug auf Ethik kommen natürlich auch schon von Platon und Aristoteles, zum Beispiel bei Aristoteles in der nikomachischen Ethik. Aber natürlich, wenn dann so ein allgemeiner Ordnungsrahmen sich mehr und mehr auflöst, und das ist ganz klar wahrscheinlich, dass wir das über die Geschichte hinweg sehen, dann muss natürlich stetig mehr auch darüber nachgedacht werden, wie wir nun zu diesen Normen und zu einer konkreten Moral kommen können. Ja. Im Utilitarismus hat man hier eine andere Lösung gefunden. Hier hat man das versucht, auch quantitativ teilweise zu lösen, indem man nach dem größten Glück für die größte Zahl Ausschau gehalten hat, versucht hat, eine Theorie aufzustellen, die vor allem darauf abzielt, möglichst das Unangenehme zu meiden und das Angenehme zu steigern. Bei Kant geht es ganz stark um die Autonomie des Willens, der sich selbst ein Gesetz gibt, also die Selbstgesetzgebung, die aber sehr wohl auch schon von einer gewissen Innerlichkeit herrührt. Das hat einen großen Freiheitsspielraum natürlich und auch einen hohen Anspruch an die Vernunft, denn der Wille ist bekannt immer an die Vernunft gebunden. Und Sie kennen ganz sicher den kategorischen Imperativ, der heißt, handle nur nach derjenigen Maxime,
durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Das nennt man eben auch die Pflichtethik. Und das ist halt sehr stark darauf ausgerichtet, sich selbst permanent auf sein eigenes Handeln zu prüfen und zu schauen, ob man dieses Handeln auch universalisieren würde. Ja, Hegel richtet subjektive Moralität und die sittliche Lebensform sehr stark an gesellschaftlichen Institutionen aus. Wie gesagt, gäbe natürlich noch viele verschiedene Ansätze hier in dem Bereich, in der politischen Theorie sowohl als auch in der Philosophiegeschichte. Darauf können wir nicht so genau eingehen, aber wenn wir eben zur Diskursethik kommen, dann geht es hier eben mehr und mehr um Argumentationsmodelle und um die Frage nun, anhand eben des Diskurses und von Argumentationslinien aufzuzeigen zu können, welche Möglichkeiten es gibt, und die sollen beitragen zur Lösung von moralischen Konflikten. Was können wir kurz sagen über die Diskursethik, weil auch da, wie gesagt, Sie werden einen längeren Habermas-Text lesen. Ich gebe auch gleich zu, es ist komplex, ist sicherlich nicht ganz einfach, obwohl es wiederum dann ein paar Kriterien gibt, die, glaube ich, sehr leicht verständlich sind. Also es hat natürlich auch immer, wie jede dieser Theorien, eine Tiefe, aber ein paar Prinzipien sind, glaube ich, relativ leicht verständlich. Nun, Ziel der Diskursethik ist es, nachzuzeichnen, welche Bedingungen in der Kommunikation erfüllt sein müssen, um eine Einigung eben über moralische Fragen nach dem richtigen und gerechten Handeln erzielen zu können. Also wieder, es geht um die Bedingungen der Kommunikation. Welche sollten das sein? Also die Bedingungen sind, dass es eine vernünftige moralische Kommunikation eben sein soll, die gerecht ist. Und wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann, so die These, dann wäre eben auch das Ergebnis legitimiert und gerechtfertigt. Ja? Also es muss formale Kriterien geben, die erfüllt sind, damit auch das Ergebnis ein gerechtes sein kann. Das erinnert manchmal auch ein bisschen an Kant bei Habermas, aber was sich hier tatsächlich unterscheidet, ist eben, dass Habermas natürlich diese Prüfung sozusagen nicht monologisch im Selbst verortet sieht, sondern ausschließlich dialogisch, also wirklich im Dialog und im Diskurs mit den anderen. Es geht nicht wie bei Kant um einen neutralen Beobachter, sondern wirklich um eine ideale Rollenübernahme des Wir, die für uns relevanten Normen entscheiden, ja? Also dieses Gemeinschaftliche. Also statt dem kategorischen Imperativ, wie es eben bekannt war, kann man hier das Verfahren der moralischen Argumentation setzen mit zwei Grundsätzen. Diese beiden Grundsätze, und mit denen werden wir uns dann beim ersten Text auch beschäftigen. Der erste Grundsatz ist eben der Universalisierungsgrundsatz, und der zweite ist der Diskursgrundsatz. Ich habe hier ein paar Zitate eben eingefügt, damit Sie das besser sehen können, worum es hier gehen wird bei diesen beiden Grundsätzen. Ich lese mal den Universalisierungsgrundsatz vor. Jede gültige Norm muss der Bedingung genügen, dass die Folgen und Nebenwirkungen, die sich aus ihrer allgemeinen Befolgung für die Befriedigung der Interessen jedes Einzelnen voraussichtlich ergeben, von allen Betroffenen zwanglos akzeptiert werden können. Das klingt jetzt natürlich unglaublich kompliziert, aber schauen wir uns das nochmal vielleicht einfach ein bisschen konkreter an. Im Prinzip ist es so, geht es hier um die Universalisierungsmöglichkeit, also um die Zustimmung zu einem Ergebnis. Das heißt, also schauen Sie auf den letzten Teil, dann ist es besonders gut verständlich vielleicht. Von allen Betroffenen muss das sozusagen, was als Norm erarbeitet wird, zwanglos, das ist eben wichtig, also das ist dieser herrschaftsfreie Diskurs auch, akzeptiert werden können.
Und das ist mal eine Grundvoraussetzung einfach, sonst kann ich sozusagen auch gar nicht als einen legitimen Diskurs bezeichnen. Ja? Das ist, glaube ich, nicht ganz so schwer sozusagen verständlich. Und der zweite Grundsatz wäre eben derjenige, nur diejenigen Normen dürfen Geltung beanspruchen, die die Zustimmung aller Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen Diskurses finden können. Das heißt, die Betroffenen, das ist bei Habermas immer ein großer Anspruch sozusagen, das geht natürlich auch repräsentativ, aber die Betroffenen, also jene, die sozusagen ein Gesetz, eine Norm und so weiter betrifft, die müssen auch tatsächlich an einem praktischen Diskurs teilnehmen können. Ja? Oder zumindest diesem Diskurs eben zustimmen, denn natürlich können Diskurse auch, wenn wir eben an Parlamente und so weiter denken, repräsentativ stattfinden. Ja, das ist klar. Also es kann ja nicht jeder immer an jedem Diskurs teilnehmen. Und diese beiden Grundsätze nun sind eigentlich die Kriterien, ja, die bei der Begründung von Normen immer und stets zu berücksichtigen sind. Und die Normen gewinnen somit also ihre Legitimität schon allein aus diesem Verfahren oder aus diesen Verfahrensnotwendigkeiten. Ja, das ist wichtig, das tatsächlich verstanden zu haben. Über die Inhalte eben und Ergebnisse her kann die Diskursethik in der Hinsicht noch nichts aussagen, will auch nichts aussagen. Also die sind nicht vorgegeben, die sind ja erst Ergebnis des Diskurses. Also die Inhalte sind Ergebnis eines intersubjektiv veranstalteten öffentlichen Diskurses. Das ist für Habermas ganz zentral, dass der Diskurs öffentlich ist, das heißt zumindest potenziell für alle zugänglich. Auch das ein wichtiger Anspruch von ihm. Das heißt, konsensorientiert ist diese Form eben des Diskurses auf jeden Fall, ja, aber trotzdem lässt es einen großen Spielraum, und das ist auch sein Anspruch, möchte Habermas eben einen großen Spielraum an pluralen Vorstellungen und Ansätzen gelten lassen. Also dass der Pluralismus wird auf keinen Fall hier in dieser Hinsicht aufgelöst, sondern es ist im Ziel der Diskursethik ein moralischer Konsens. Aber, und jetzt kommen wir zurück zu seinem Ethikbegriff, was er damit nicht voraussetzt, ja, und was darin unter diesem moralischen Konsens nicht gezählt wird, sind ethisch existenzielle Fragen des guten oder sinnhaften Lebens des Einzelnen. Also wenn wir sagen, was ist meine Art und Weise, sozusagen ein gutes Leben zu führen oder ein sinnstiftendes Leben, dann steht das gar nicht zur Debatte oder zur Diskussion. Das ist natürlich immer nur individuell zu beantworten. Er nennt das eben auch, dass diese Aspekte des Lebens, also was das gute Leben betrifft und diese Fragen, die für ihn eben im Teil der Ethik sind, die sind nicht theoriefähig. Ja, also über die kann kein Konsens sozusagen erzielt werden, auch nicht über die Bedingungen der Möglichkeit des Diskurses. Ja. Die sind vor allem auch einer rationalen Erörterung nicht zugänglich. Also das ist nicht, worauf sich Habermas sozusagen einigen wollen würde. Das heißt, wir sehen eben hier, dass man könnte daher oder müsste eigentlich die Diskursethik im Habermas'schen Sinne benennen als eine Diskurstheorie der Moral. Also die Frage, wie wir über bestimmte Verfahren und über den Diskurs zu gemeinsamen Normen und einem gemeinsamen Moralverständnis eben kommen können. Ja, das wäre so sein Anliegen. Dazu habe ich noch ein längeres Zitat, da würde ich Sie einfach bitten, dass Sie sich das dann noch selber durchlesen. Worum es darin eben geht, ist ganz wichtig, dass die Werte für Habermas immer plural sein können. Ja. Das heißt aber
nicht, dass es nicht einen moralischen Diskurs eben geben sollte, über das natürlich, was die Gesellschaft, was die Gemeinschaft ausmacht. Also auch bei Habermas, und das ist eben wieder ähnlich wie bei Kla 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 und Muff, sollte eine moderne, demokratische und pluralistische Gesellschaft herauskommen, die sich nicht als ethische Wertegemeinschaft versteht, sondern als eine Rechtfertigungsgemeinschaft. Das heißt, dass die Gerechtigkeit und die Legitimität letztlich ausschließlich von den entsprechend gestalteten diskursiven Prozessen abhängt. Das ist deliberative Politik. Ja? Deliberieren, also miteinander beraten. Also es geht vor allem, es ist eigentlich ein Grundsatz, ja, ums Grundsätzliche. Es geht darum, wie ist grundsätzlich der Diskurs zusammengesetzt, unter welchen Bedingungen findet der Diskurs in der Öffentlichkeit und im Politischen statt. Darum geht es ihm. Das muss legitimierbar sein. Wenn das legitimierbar ist, dann muss man eben auch akzeptieren, was rauskommt im Endeffekt. Ja? Also wohin dieser Konsens steuert. Ethisch schon etwas sonst vorzugeben, das wäre für ihn nicht legitim. Das wäre wahrscheinlich zu willkürlich auch. Ja? Natürlich weiß Habermas auch selber, dass das ein sehr hoher Anspruch ist und dass es dafür auch ein Ideal eben braucht, dieser Diskurszusammensetzung. Ja. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Argumente nun und Kritikpunkte, die man dagegen bringen könnte, vor allem eben auch mit der Bedingung, dass der Diskurs immer herrschaftsfrei ist. Das wäre wiederum mit Lacla und Mouffe gar nicht denkbar. Ein Diskurs ist immer durchzogen von Herrschaftsverhältnissen. Ich kriege den nicht herrschaftsfrei. Und natürlich weiß auch Habermas, dass das nur ein Ideal ist, an das man sich annähert. Ja. Strategisches Handeln, wir wissen das. Ja. Interessen, die im Mittelpunkt stehen und so weiter. Für Habermas muss man dazu auch sagen, dass er das natürlich sieht und damit auch immer wieder Kritik geübt hat an den Dingen, die sozusagen diesen freien und herrschaftsfreien Diskurs überhaupt ermöglichen, verunmöglichen, so wie eben zum Beispiel auch ein extremes Effizienzdenken und auf Effizienzsteigerung angelegt, ja, was er eben auch die Kolonialisierung der Lebenswelt nennt, ja, dass das ein großes Problem ist, bestimmte Logiken, vielleicht auch neoliberale Logiken, die vorherrschen, das hat er immer wieder kritisiert, weil das natürlich auch sein Ideal sozusagen des Diskurses stark trübt. Ja. Und im Gegensatz dazu hat er immer wieder betont, welche wichtige Bedeutung eben das Rechtssystem hat und dass das ordentlich aufgestellt ist, genauso wie Parlament natürlich und Öffentlichkeit, Transparenz, ja, eine öffentliche Debatte, also all das sind eben, klarerweise kann man sich jetzt gut vorstellen, aus seinem Anspruch heraus Dinge, auf die Habermas ganz großen Wert legt. Und auch wenn es sich um ein repräsentatives System handelt, muss eben die Akzeptanz der Öffentlichkeit spielt dabei immer eine sehr große Rolle, eben auch für Habermas. Darum hat er ja auch sehr viel zur Öffentlichkeitsforschung beigetragen. Also wenn wir das zusammenfassen wollen würden, was wir bisher haben, und wie gesagt, das sind nur mal ein paar Grundbegriffe und ein kleiner Ausblick, denn das finden wir alles dann im Text und ich mache ja auch immer die Nachbesprechung, dann können wir jetzt also sagen, Diskursethik, dass in der Diskursethik nur diejenigen Normen Geltung beanspruchen können, die die Zustimmung aller Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen Diskurses finden können. Die Ergebnisse und die Nebenfolgen müssen von allen akzeptiert werden können. Und generell muss die Teilnahme an einem rationalen Argumentationsverfahren allen Betroffenen ermöglicht werden. Ja? Das sind einmal die ganz groben Grundsätze. Mir ist das bewusst, das ist jetzt sicherlich auch viel als Einstieg an Theorie, aber es ist wirklich nur ein kurzer Aufriss. Wie gesagt, genau das sind ja die Aspekte, die ich heute genannt habe, in die wir in die Tiefe schauen werden, die wir uns eben gemeinsam anschauen werden. Als Frage eben für diese erste Einheit möchte ich Ihnen heute diese beiden Stellen
Also welche Aspekte nun der radikalen Demokratietheorie und auch der Habermasschen Diskursethik Sie ganz spontan als erstes ansprechen, was Sie daran speziell interessieren würde, was erscheint Ihnen vielleicht als attraktiv. Ja, das wäre eben das, was Sie mir bitte auf Moodle kurz als Rückmeldung, nachdem Sie sich die zwei Präsentationen angehört haben, notieren. Danach lesen Sie bitte, ist auch jeweils zum Termin schon angegeben, den ersten Text aus dem Reader. Schreiben beim Lesen, notieren Sie vielleicht mit oder schreiben eben danach die Lektüre-Reflexion und laden die bitte bis nächste Woche Donnerstag 8 Uhr in den dafür vorgesehenen Ordner hoch. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit derweil, hoffe, Sie sind genug beschäftigt, es geht Ihnen gut, vor allem viel Gesundheit. Und hoffe, dass Sie Ihr Unileben trotzdem so halbwegs gut gestalten können. Bis zur nächsten Woche.